Hallo, guten Morgen, meine Lieben. So, heute haben wir den 1.1.23. Ich bin schon früh wach, weil ich habe mein Silvester nach meinem Raclette nämlich auf der Couch verbracht. Ich habe geschlafen, schon ab 6 Uhr und habe mal geguckt, dass ich meine Grippe auskuriere. Ja. Oder besser gesagt, war ich so müde, dass ich sie auskurieren musste. Fernsehen lief Miss Marple, ja, wunderbar. So, wie ihr hört, habe ich immer noch, ne? Aber ich hoffe, ihr versteht mich, ne? So, die haben ja gestern schon auch, ich glaube um 20 oder 12 haben die schon angefangen zu schießen, darum, mit ihren Raketen, ne? Naja, wenn es Spaß macht, ja. So, ich benutze heute mal die mystische Kippa von der Regula Elisabeth Fichter. Von der Doreen Vertue, die Zauber der Meerjungfrauen und Delfine. Und von der Evan Braden, die Hardflame Cards. Guck ich mal. Was ist heute im neuen Jahr so wichtig für uns, ne? Im Namen Gottes. Jetzt kommt ja das Jahr, wo sich alles verändert, ne? So, im Namen Gottes. Was ist heute wichtig für uns? Auf was müssen wir uns einstellen für Seelenkollektiv? Ja, wir haben Erwartungen. Wir sind in der Erwartungshaltung, ohne etwas, also auf etwas Gutes, ne? Der eine oder andere hat auch schon eine Vorahnung. Ja, ist so kein Handeln im Außen, aber innerlich. Hier geht es um Dinge, die das Schicksal bereithält, von denen man noch nichts weiß, ne? Also einen Einfluss darauf, die Wartezeit zu verkürzen, hat man nicht. Viele haben Sehnsucht nach einer Partnerschaft, aber haben nicht so wirklich die Bereitschaft, selbst aktiv zu werden, ne? Andere beschäftigen sich mit dem Genesungsprozess körperlich, ich zum Beispiel. Ne? Und manche mit Berufswechsel. So, die versteckten Einflüsse. Ja, die Leute fühlen sich gefangen. Ne? Man fühlt sich gefangen, ist isoliert, fühlt sich einsam. Eine Situation, die wo man vielleicht selbst geschaffen hat. Ne? Ja, die wo festgefahren ist, wo kein Weiterkommen mehr ist. Da ist die Befreiung auch nur selbst möglich. Ne? Das kann bedeuten, dass in der Liebe Einsamkeit herrscht, dass du einen Partner hast, Ex-Partner oder Single bist, ne? Ja, kann aber auch sein, eine toxische Beziehung, wo Schweigen in der Beziehung herrscht, oder du hast einen Beruf ohne Perspektive, ne? Finanzen, Mangel. Wie geht es weiter, liebe geistige Welt? Ja, im Moment haben wir ja alle ein bisschen wenig Geld, ne? Aber, ach, ist das so schön. Ich freue mich, dass diese Karte sofort am Anfang gefallen ist. Guter Ausgang in der Liebe. Also es wird jetzt alles gut. Ne? Deine Sorgen und Probleme lösen sich auf. Es kommt zur Harmonie in Liebe, Freundschaft und Familie. Ne? Also egal wie schwierig die Karten liegen, ein guter Ausgang ist in jeder Hinsicht sicher. Ne? Das bedeutet zum Beispiel in der Liebe, du kommst aus dieser negativen Beziehung raus oder aus einem negativen Umfeld, ja, wirst ein Happy End erleben, eine neue Partnerschaft, wo es sehr harmonisch verläuft. Beruflich auch, vielleicht da auch eine neue Partnerschaft. Ein schönes Familienverhältnis, ne? Ja, also alles wird gut mit dieser Karte. Ja, es kommt auch ein angenehmer Brief eventuell oder SMS, WhatsApp oder ein Telefonat, ne? Vielleicht auch Dokumente, wo wichtig sind, die dürften ja aber dann erst morgen eintreffen, ne? Ja, so persönliche Nachrichten, vielleicht kriegst du einen Liebesbrief, da wird die Kommunikation mit jemandem aus der Vergangenheit wieder aufgenommen. Vielleicht einem ehemaligen Liebespartner, wo man sich aus den Augen verloren hat, ne? Also du kannst aber mit einer positiven Antwort rechnen. Beruflich auch, ne? Ja.
innerhalb einer Woche ist die Zeitaussage, ne? Vielleicht ein neuer Arbeitsvertrag, ne? Also es kommt zu einer Veränderung, wo du auch deine Meinung änderst. Veränderung deiner Lebenssituation, aber zum Guten, ne? Handeln wird auch zwingend, ne? Die Karte sagt aus, dass irgendjemand da aktiv handeln wird, ne? Das kannst du auch sein. Es ist auch Zeit für eine Veränderung im Allgemeinen, ne? Ja, in der Liebe sind Veränderungen möglich, Trennungen möglich von toxischen Partnern oder wo die Liebe eingeschlafen ist, ne? Oder Umzug, Beruf, vielleicht neuer Job oder Veränderungen in deinem Job, vielleicht auch Umzug, Wegenstelle. Bei dem einen oder anderen könnte das Kind ausziehen, ne? Alt genug vielleicht, ne? Ja. Wie geht es weiter, liebe geistige Welt? Heute am 1.4. das Kollektiv. Ja, hier geht was zu Ende, ne? Für den einen oder anderen schmerzhaft. Man nimmt Abschied von dem Alten. Es kommt zu einer radikalen Veränderung, aber zum Guten, ne? Musst du halt ein bisschen umdenken, ne? Ende einer Beziehung, ne? Die wohl sowieso schon nicht gut für dich war, ne? Oder eine Ex-Beziehung, wo du komplett loslässt. Ne? Also Abschied nehmen kann natürlich auch positiv gemeint sein. Dann etwa, wenn eine Krankheit zu Ende geht. Ne? Die Karte fordert aber auch auf, umzudenken. Weil so wie es ist, kann es nicht weitergehen. Ne? Ja, körperlich verminderte Energie. Ja, wir haben ja alle die Grippe. Ne? Zeitfaktor Silvester. Neujahr. Heute. Na, beruflich gehst du vielleicht in Pension oder kündigst einen Job, wo dir keinen Spaß mehr macht. Wie geht's denn weiter, liebe geistige Welt? Ja, du sollst eine Entscheidung treffen, da ist das Gericht gefallen. Vielleicht hast du aber auch mit Behörden zu tun, ne? Tatsächlich ein Gerichtstermin im neuen Jahr, ne? Es kommt aber auch da für deine Gerechtigkeit, dass da Ausgleich geschaffen wird, ne? Also eine gerechte Entscheidung. In der Liebe sollst du darauf achten, dass das Geben und Nehmen Ausgleich, dass das im Ausgleich ist, ne? Können auch gerichtliche Entscheide in der Familie sein, wie Sorgerecht, ne? Ja. Vielleicht kriegst du auch gerichtlich zugesprochenes Geld. Das kann natürlich auch sein. Ja. Geht es weiter, liebe geistige Welt. Ja, Kummer. Kummer und Sorgen. Ängste. Vielleicht hast du Ärger. In deinem Umfeld oder durch das Umfeld, ne? Ja. Sorgen wegen oder um den Partner, ne? Ja, beruflich wirst du vielleicht gemobbt, gibt ja Leute, die auch heute arbeiten, ne? Vielleicht hast du Sorge durch Familienangehörige oder Verwandte, ne? Und das löst bei dir natürlich Stress und Ängste im Körper aus, ne? Passt ein bisschen auf vor Betrug. Aber unverhofftes Geld, selbst erarbeitet, also neue Verträge werden geschlossen, das bedeutet auch neue Seelenverträge. Es kommt zu einer positiven Entwicklung, plötzlich und unerwartet. Also die Karte kann aussagen, dass sich eine Angelegenheit wieder erwartet gut entwickelt. Aber du musst selbst mitarbeiten. Also solltest du Ärger und Gewalt durch den Partner erfahren, dann wird es einen Weg aus der Krise geben. Überraschend eine neue Partnerschaft. Ne? Beruflich, Gehaltserhöhung, besser bezahlte Stelle, guter Vertragsabschluss. Vielleicht kriegst du auch unerwartete Geldbeträge. Ja, aber das kommt alles plötzlich und unerwartet. Ja, da kommt was auf dich zu, ne? Jetzt kommt Bewegung in eine Sache. Da ist Nachricht unterwegs, ne? Vielleicht hast du auch einen jüngeren Partner in der Liebe oder Partnerin. Die Karte weist auch auf eine schnelle und gute Lösung für das ganze Negative dahin, ne? Auch wenn andere ungünstig liegen. Ja, Finanzen, Geldgeschäfte. Beruflich, vielleicht denkst du über ein eigenes Geschäft nach. Jo, wunderbar. Ja, und diese Karte holen wir auch noch. Es kommt zur Verbesserung einer Situation. Du kannst deine Pläne realisieren, kriegst auch Anerkennung. Ne?
Ja, hier wird etwas je nach Frage sicher eintreffen, aber sich auch zum Guten wenden, ne? Dass in der Liebe nachher alles bestens ist, beruflich auch, körperlich Genesung, du kriegst Anerkennung und Wertschätzung in der Familie, ne? Viel Geld gewinnen, materielle Vermehrung, ne? Also, wenn man nach dem Ausgang einer Angelegenheit fragt, da kannst du mit Erfolg rechnen, ne? Ja, also auch wenn materielle und finanzielle Aspekte betont sind, sollst du zupacken, wenn das Schicksal dir hold ist. Und dieser neue Partner, vielleicht hast du aber auch das Glück, schon einen gefunden zu haben, ist der größte Gewinn. Vielleicht verdienst du auch mit deinen Talenten Geld, Finanzen, hohe Summen. Ja, vielleicht machst du auch eine Erbschaft. Lotto oder Spielglück, kriegst ein Geldgeschenk. Ja, ja. So. Holen wir mal die nächsten Karten. Ich will mal nicht so viel ziehen, und dann ziehe ich doch mehr. Ich muss heute ein bisschen aufpassen, weil ich nicht richtig reden kann. Im Namen Gottes, was kommt auf Seelenkollektiv zu, liebe geistige Welt, heute? Verträge, neue Seelenverträge. Ne? Hier geht es auch um die Verpflichtungen, um die Ehe, auch um deine Moralvorstellungen. Also Seelenverträge werden gelöst und neue Seelenpartner kommen jetzt in dein Leben. So, die versteckten Einflüsse. Du kriegst einen klaren Blick, durchschaust etwas Schlechtes, siehst klar. Ne? Du erkennst Dinge, die wohl dir wichtig sind. Ne? Ja, bekämpfst dein Trauma. Hm? Die Gewalt, die wohl so gegen dich war, ne? Der Schaden, wo angerichtet wurde, ne? Und da läuft die Zeit dafür ab, ne? Ja, und pass auf, dass du keine Chancen verpasst. Im Namen Gottes, wie geht es weiter, liebe geistige Welt? Ja, es kommt zur Wunscherfüllung. Guck, da ist dein Schmetterling drauf, den habe ich hier auch liegen. Du kommst an deinem Ziel an. Du visualisierst auch deine Träume und die werden wahr. Ne? Also du kommst in deine Wunscherfüllung. Hm? Weg von den ganzen Irrwegen und Missverständnissen, wo du die falsche Abbiegung genommen hast, ne? Wo du ratlos warst. Ne? Jetzt geht's in die bedingungslose Liebe. Hm? Ja. Wie geht es weiter, liebe geistige Welt? Heute. Ja. Gnade, Einsicht, du kriegst bei irgendwas Einsicht, fühlst dich aber gesegnet. Du wirst jetzt die Güte des Schicksals erfahren. Es kommt zur Erlösung, Auflösung von Trauma und schlechten Dingen. Ich kann kaum reden, schon wieder versteht mich. Ne? Ja, unmögliche Verbindungen werden gelöst. Ne? Seht ihr ja, da ist ein Riss dazwischen. Da kommt die große Liebe, kommt jetzt auf dich zu, wo ihr füreinander geschaffen seid. Ne? Geht es weiter, liebe geistige Welt? Ich zieh mal in der Mitte. Ja, männliche Energie, also in die Tatkraft kommen. Abwehr, schütze dich. Ne? Geh notfalls in den Rückzug, wenn dich jemand angreift. Das haben wir hier auch. Kummer und Widerwärtigkeiten durch das Umfeld. Verteidige dich, ne? Ja? Genau. Lass dir nichts bieten. Hm? Ja, mal lass dich nicht zum Sündenbock machen. Ja? Und übernimm nicht die Verantwortung für Dinge, die, was du nicht musst, ne? Also es kommt zur Befreiung. Du sprengst die Kette und machst dich auf zu neuen Ufern, ne? Ja, weg von den karmischen Lernpartnern, ne? Das sind ja meistens toxische Beziehungen. Du hast deine Lektion gelernt, ne? Ja. Weg von diesem unerreichbaren Herz, ne? Genau. Ja, du wirst Nachrichten erhalten, ne? Positive Nachrichten und auch wieder ein Schmetterling, ne? Hier habe ich hier auch einen liegen, ne? So, noch eine Karte. Liebe geistige Welt, für heute. Ein Rivale oder eine Rivalin ist in deinem Leben. Unbekannter, fremder, neuer Mensch. Also pass ein bisschen auf.
Wie geht es weiter, liebe geistige Welt? Ja, hier streitet mit dir jemand, hält sich Wettkämpfe ab, Wettkämpfe mit dir ab. Gibt es Auseinandersetzungen, aber das wird ja alles gut. Ne? Ja, hör überall auf deine Intuition, folg deinen Impulsen. Ne? Ja, geh in die Inspiration, wechsel deine Richtung. Ne? Zieh Bilanz und starte diesen Neuanfang. Ne? So. Wollen wir mal die nächsten. Ich will immer nicht so viel ziehen. Aber dann ziehe ich doch wieder eine ganze Menge. Ne? Ja, wir wollen ja wissen, wie es weitergeht. Ne? Im Namen Gottes. Wie geht es weiter, liebe geistige Welt? Erhol dich mal. Du hast hart gearbeitet. Ne? Ruh dich mal aus. Wir haben ja heute Feiertag. Die versteckten Einflüsse. Es ist Zeit zu weitergehen. Ne? Du willst ja in deinen Neuanfang, ne? Es ist jetzt Zeit, genau wie wir das alte Jahr verlassen haben, das alte Abgetragene loszulassen, damit auch Raum für Neues entstehen kann. Dabei wird dir auch geholfen vom Himmel, ne? Selbst wenn du es noch nicht erkennen kannst. Im Namen Gottes, wie geht's weiter? Ja, beginne jeden Tag mal mit positiven Affirmationen, um die Tore des Realwerdens dann zu öffnen. Ne? Ich bin ein Wesen, das Liebe und Fülle anzieht. Ne? Danke, dass ich ein Wesen bin, das Liebe und Fülle anzieht. Göttliche Magie. Also deine Situation, auch wenn es jetzt im Moment vielleicht nicht gerade so aussieht, ne? ist von einem besonderen Zauber umgeben. Da kannst du jetzt mit Wundern rechnen, ne? Auf die Plätze, fertig, los. Also heute ist der perfekte Augenblick, um dich vollkommen deinen Herzenswünschen zu widmen. Ne? Wie geht es weiter, liebe geistige Welt? Kannst du ja in dein Gotteskästchen machen. Ne? Positive Energie. Also umgib dich heute mit positiven Menschen, ne? und Situationen. Meide negative Menschen, negative Situation, ne? Weil das überträgt sich auf dich und tut dir nicht gut. Ne? Denk dich auch nicht klein. Stell dir vor, wie erfolgreich du bist. Hab mal große Träume. Ne? Strebe nach mehr. Erhöhe deine Maßstäbe und erwarte dir mehr. Gib dich nicht mit Krümeln zufrieden. Und jetzt wartet auch die Seelenpartnerbeziehung auf dich, die wohl bis an dein Lebensende halten soll. Ne? Ja, dich erwartet jetzt eine Liebesbeziehung mit spiritueller Grundlage. Unerwartete neue Fülle kommt jetzt in dein Leben. Ja? Die Wellen des Wohlstandes, neue Fülle und spannende Chancen werden dich jetzt überfluten. Ja? So, das wär's mal von den Karten. So, dann hole ich jetzt mal die Tagesimpulse und die Engelzahl. 1.1.2022. Das 1.1.2, das ist die 112. Gucken wir mal. Achte darauf, dass deine Gedanken heiter, optimistisch und hoffnungsvoll bleiben. Vor allem im Hinblick auf deine Zukunft. Habe Vertrauen in deine Kraft, Dinge real werden zu lassen, sagt die Engelzahl. Ne? So. Holen wir mal noch die Tagesimpulse. Nur wer hat, der kann auch geben. Kümmer dich also heute um deinen eigenen inneren und äußeren Wohlstand. Denn dann kannst du auch anderen helfen. So, und wenn es um Uneinigkeiten geht mit unseren schwierigen Gesellen da, ne, dann ist Schweigen Silber und Reden Gold. Ne? Also sag was. Ja, also wenn du dir etwas sehnlich wünschst, und dein Wunsch ist immer noch nicht Wirklichkeit geworden, dann gib bitte nicht auf. Ne? Visualisiere die Erfüllung deines Wunsches und bleibe aktiv am Ball. Dann erfüllt sich dein Wunsch auch. Ein positiver Impuls heute für den Tag. Heute ist ein harmonischer Tag. Ich bin in Harmonie mit der Welt um mich herum. Ich kann meine Ziele deutlich erkennen und weiß auch, dass ich sie erreichen werde. Ne? Lieber will ich mich zu Tode glauben,
als nur noch einmal an mir selbst zu zweifeln. So, das wär's mal von mir, ne? Die eine hole ich noch. Die zieht mich an die Karte. Also es werden synchrone Ereignisse passieren, ne? Die wo dich in Richtung deiner Wünsche lenken. Weil deine Gebete und Fragen werden durch diese Ereignisse beantwortet. Beachte sie und dann vermehren die sich auch, ne? So, das wär's mal von mir. Ich freue mich über ein Like, ein Kommentar oder wenn ihr meinen Kanal abonniert, Glocke aktiviert, auf alle geht, damit ihr auch kein Video von mir verpasst. Ich hoffe, ich konnte ein bisschen weiterhelfen. Ich wünsche euch Prosit Neujahr, sagen wir hier im Saarland. Prost Neujahr, sagen wir hier eigentlich. Und dass ihr einen schönen, angenehmen 1.1. habt. Ja. Jo, ansonsten danke ich euch fürs Zuhören. Ich danke euch auch für die Treue, die wo ihr mir seit den Monaten, seit ich das da angefangen habe, haltet. Und dass ihr, dass so viele Menschen meine Videos gucken, da freue ich mich drüber. Ne? Ihr geht jetzt ins Erblühen, in euer Glück, ne? Also wir alle, in die Liebe mit den richtigen Partnern, ja, und in die Veränderung, in die Transformation, ne? So, das wär's dann mal von mir. Dann danke ich euch fürs Zuhören. Jetzt kann ich nicht mehr reden.